Der SPD-Bundesparteitag, der geht heute in seinen dritten und letzten Tag und dürfte wohl insgesamt mit sehr viel Harmonie geschlossen werden. Zumindest gab es davon in den vergangenen Tagen reichlich, trotz der schlechten Umfragewerte. Heute soll es vor allem um Bildungspolitik gehen, weniger strittig als die Agenda am Vortag. Da hat der Parteitag einstimmig einen Antrag angenommen für ein Aussetzen der Schuldenbremse auch im kommenden Jahr. Tosender Applaus für Olaf Scholz. Auf dem Parteitag der SPD in Berlin steht die Partei geschlossen hinter dem Bundeskanzler. Dem Bundeskanzler, dessen Umfragewerte historisch schlecht sind. Nur noch 20% der Bürger in Deutschland sind mit der Arbeit von Kanzler Olaf Scholz zufrieden. Während die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel die Kürzung von Sozialleistungen unterstützt, spricht der Kanzler seinen sozialdemokratischen Anhängern aus der Seele. Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben. Außer bei seinen Genossen scheinen die rhetorischen Fähigkeiten des Kanzlers nicht auszureichen. Lediglich 12% geben an, dass der Bundeskanzler überzeugend kommuniziere. Ohne Charisma, Koalitionsstreit und Regierungskrisen lösen, das könnte schwierig werden. Er hat ein Problem damit, die Leute emotional zu packen. Und er hat es ja auch lange gar nicht versucht. Nur man muss halt auch wissen, was man tut. Und im Moment weiß die Regierung es nicht. Doch genau jetzt müsste der Kanzler zeigen, wo es lang geht. Während Scholz die Grünen in der Haushaltskrise an seiner Seite weiß, rumort es in der Basis der FDP gewaltig. Zu groß ist die Unzufriedenheit mit den Koalitionspartnern. Christian Lindner pocht aufs Sparen. Sein Nein zur erneuten Aussetzung der Schuldenbremse wird immer lauter.